Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und wir haben heute einen DM-Haul, einen Rossmann-Haul und einen Müller-Haul. Also ein XXL-Haul, wenn man das so sagen kann. Ich habe auf jeden Fall viel eingekauft, weil ich die Dinge einfach brauchte. Ja. Das ist immer die Ausrede. Die meisten Sachen brauche ich und ja, legen wir einfach mal los. Ich war im DM und zwar habe ich mir diese beiden Schätzchen geholt. Das sind die neuen alten Ebelin Blenderpinsel. Und zwar war es so, dass die vor einer langen Zeit aus dem Sortiment genommen worden sind. Keine Ahnung warum, weil jeder mochte sie. Ich weiß nicht, warum die Produkte aus dem Sortiment nehmen, die eigentlich sehr, sehr beliebt sind bei den Verbrauchern. Keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall aus dem Sortiment gegangen und ich war natürlich sehr, sehr traurig. Die gibt es auf jeden Fall jetzt wieder im DM. Und zwei habe ich mir mitgenommen und ich werde mir auf jeden Fall demnächst noch ein paar mehr zulegen. Zur Sicherheit. Einen Lidschattenpinsel und einen Lippenpinsel. Die beiden Pinsel habe ich gebraucht, weil meine alten schon so ausgenudelt sind, aufgebraucht sind, dass ich mir einfach neue besorgen wollte. Und dann habe ich gesehen, dass es eine neue Sorte von den Balea Rasiergelen gibt mit Pfirsichduft. Pfirsich und Zitrone. Und ich mag die Balea Rasiergele sehr, die hole ich mir immer. Und sobald es eine neue Sorte gibt, landen die immer wieder in meinem Warenkörbchen. Eine Balea Cremeseife in der Duftrichtung Macadamia und Vanille. Eine Tuchmaske von Balea Be a Tiger. Das habe ich irgendwo bei irgendjemandem gesehen auf YouTube aus meiner Abo-Liste. Balea Antifalten Augenpad Q10 belebt und erfrischt, mildert Mimikfältchen. Da sind so diese Pads, die man sich unter die Augen legen kann. Und ich habe das ziemlich oft bei YouTubern gesehen, die auch wirklich sehr zufrieden waren mit diesem Produkt und von daher wollte ich die mal austesten. Balea Nose Strip und zwar mit Aktivkohle, das sind diese schwarzen Teile, die man sich hier drauf legt. Ja, ich komme damit besser klar als mit den anderen normalen von Balea und deswegen habe ich sie mitgenommen. Balea Reinigungstücher habe ich mitgenommen. Hier steht Limited Edition, das ist auch mit Aktivkohle. Für normale und Mischhaut. Die habe ich einfach mitgenommen, weil mich das interessiert. Ich benutze eigentlich nicht so häufig Gesichtsreinigungstücher, aber mir ist aufgefallen, dass ich die in letzter Zeit doch etwas häufiger genutzt habe, einfach aus dem Grund, weil ich sehr spät abends einfach keine Lust hatte, mich abzuschminken. Das ist jetzt in letzter Zeit sehr häufig vorgekommen. Da bin ich einfach mit einem Gesichtsreinigungstuch über mein Gesicht gegangen und habe mich dann schlafen gelegt und mich dann am nächsten Morgen dann richtig abgeschminkt und gewaschen und so weiter. Ja, ne, wenn man da so abends, nachts, 1-2 Uhr, hundemüde ist, dann, also ich war einfach froh, dass ich hier diese Tücher zu Hause hatte, die sind mir jetzt leer gegangen und ja, deswegen habe ich mir auch noch eine zweite Packung mitgenommen. Ich habe jetzt einmal ein Micellenreinigungstuch von Balea und dann die ganz normalen Reinigungstücher mit Aktivkohle habe ich noch mitgenommen. Ja, hier diese Massage-Peeling-Handschuhe für die Dusche. Zu meinen Lieblingen gehört zum Abschminken der Garnier Skin Active Zellenreinigungswasser All-in-One in Waterproof. Da habe ich mir gedacht, probierst du auch einfach mal die normale Variante, weil auch davon sehr viele begeistert sind und
Ich habe aber erstmal eine kleine Größe geholt, einfach mal um zu testen. Und wenn die bei mir auch so gut funktioniert wie bei vielen anderen, dann werde ich mir natürlich die große Flasche holen. Aber dieses Mal nur im Mini-Format mit 125 ml zum Austesten. Die WC-Reinigungstabs kaufe ich immer mit 3-Phasen-Kraft, beseitigen Schmutz und Kalkablagerung, entfernt Urinstein und wirken gegen schlechte Gerüche. Nutze ich immer, habe ich ständig im Haus. Ich finde, die sind super wirkungsvoll. Das gehört immer zu meiner Grundausstattung. Dann brauchte ich noch Bänke mit feuchte Allzwecktücher. Dann habe ich mir 2 Düfte geholt. Einmal Sunny Kiss, das ist wohl mit Orange, und einmal Frische Traum. Die stelle ich einfach einstellig ins Gästeklo und das andere stelle ich halt ins normale Badezimmer. Da gibt es einen Aufsteller von Dresdner Essenz und der hat mich so sehr angesprochen. Es gibt nämlich neue Badesalze. Und ich habe mir 4 Stück mitgenommen. Einmal Landurlaub, Tag am Meer, Sommerglück und perfekter Moment. Ja, es ist so, dass wir uns alle wahrscheinlich schon den Frühling herbeisehen. Und ja, diese Badesalze oder vielmehr die Verpackung, die verspricht einem, endlich dem Frühling näher zu kommen. Und ja, deswegen habe ich sie einfach mitgenommen, um mich auf den ersehnten Frühling vorzubereiten. In der Grabbelkiste von Rossmann habe ich das hier entdeckt. Das war reduziert, da sind ja einige Produkte aus dem Catrice-Sortiment herausgegangen. Liquid Lip Powder in der Farbe Let's Move to San Francisco. Der durfte auch mit, denn dieser hier war auch reduziert. Und zwar ist das ein Nagellack von Catrice. Icon Nails Gel Lacquer Black to the Roots. Das ist die Farbe, ein Schwarz. Ich brauchte Schwarz, das war reduziert, deswegen habe ich es mitgenommen. Auch ein Make-up-Entferner von Isana, das habe ich auch bei jemandem aus meiner Abo-Liste in einem Video gesehen. Ein ölhaltiger Augen-Make-up-Entferner, Clean and Care, kriegt man schon im Angebot für unter 1 Euro, meine ich. Habe ich letztens gesehen? Habe ich den nicht im Angebot gekauft? Ja, nein, glaube nicht. Auf jeden Fall wollte ich die einfach mal austesten. Ein weiteres Produkt aus der Rossmann Grabbelkiste. Wimpern von Catrice, die durften auch mit. Ich bin immer auf der Suche nach Long-Lasting Liquid Lipsticks, die auch das halten, was sie versprechen. Ja, genau. Ich musste kurz überlegen, ob das deutsch war. Und deswegen habe ich mir einfach mal den Lipfinity Lip Color 24 Hours in der Farbe Angelic von Max Factor mitgenommen. Und den werde ich vergleichen mit anderen, die ich noch hier in meiner Sammlung habe. Und ich habe mir dazu auch noch einen neuen Liquid Lipstick gehört, oder Liquid Lip Color, genau, von Manhattan, Stay Matte, und der soll angeblich auch sehr sehr langanhaltend sein, steht hier hin, bis zu 24 Stunden halt und kussfest. Ich war in Müller und habe mir diese beiden Nagellacke geholt. Dazu habe ich ein Video schon abgedreht, das werde ich euch da verlinken. Da oder da, ich glaube da. und in der Infobox. Und ja, es sind ganz einfach
Nagellacke, die man abziehen kann. Also man braucht keinen Nagellackentferner dafür, sondern man kann sie so abknibbeln. Und ja, das könnt ihr euch dann im Video anschauen, was ich dann noch mitgenommen habe. Sind die Teile hier. Jeweils 1 Cent. Und zwar sind das Augenbrauen, Enthaarungsstreifen von Entmatics, das ist die Firma. Und ich habe in meinem, welcher Hall war das? Ich glaube Naturkosmetik Hall, wo ich meinen Weihnachtsgutschein eingelöst habe, habe ich die mitgenommen in dem Glauben, die würden 9 Euro irgendwas kosten. Und dann habe ich eine Promotion-Packung gefunden. Was ich aber erst vorher gar nicht wusste, gekauft. Was ich vorher aber nicht wusste, und ich habe mich dann über den Preis gewundert, als ich dann ein Video darüber abgedreht habe, über diesen Haul im Müller. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, gehst du nochmal rein und probierst du das nochmal aus, ob du das auch wirklich wieder für 1 Cent bekommst. Und tatsächlich... Ich habe mir 2 mitgenommen, ich habe auf die Kasse gelegt und die hat das so abgezogen, hat sich allerdings noch gewundert, die Kassiererin hat sich noch gewundert, hat das Produkt genommen, was, die kosten nur 1 Cent und ich so, ja, habe mir das wieder weggenommen, ja, das ist ein Promotionspack, die kosten so viel, ne? 1 Cent, ach so. Oh, gut zu wissen, sagte sie noch so. Dann müssen wir mir gleich mal anschauen. Auf jeden Fall ist es ein Promotionspack. Da ist jetzt die Hälfte drin, wie in der Originalverpackung. In der Originalverpackung sind, glaube ich, 4 Strips drin. Wie war das nochmal? Genau, da sind irgendwie 4 Streifen drin und hier sind halt jeweils nur 2 Streifen. Aber für 1 Cent, hallo? Ja, ich habe die auf jeden Fall für 1 Cent bekommen und ja, vielleicht könnt ihr das ja auch mal ausprobieren. Ich kann aber für nichts garantieren, vielleicht haben die da einen Fehler drin gehabt, ich weiß auch nicht. Ja, hat bei mir auf jeden Fall auch beim zweiten Mal funktioniert für 1 Cent. Naja, jo, ist doch gut. Deswegen habe ich die mitgenommen, um zu testen, ob das nochmal funktioniert und weil die auch sehr gut funktionieren. Darüber habe ich auch ein Video gedreht, das werde ich euch da verlinken oder da oder unten in der Infobox. Schaut es euch an und wenn ihr damit fertig seid, rennt nach Müller. Der Haul ist zu Ende und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Okay. Bis dann.